So, willkommen zu einem weiteren Testvideo von Next Move. Heute geht es uns um die Tesla Aero Wheels des Model 3 konkret. Sind es ja nur Radkappen, dazu kommen wir gleich noch. Wir testen, bringen sie wirklich was und wie viel bringen sie? Wir haben 3 Tesla Model 3 aufgefahren. Wir wollen minimale Unterschiede herauskitzeln. Was ist die beste Zeit, um gleichmäßig zu fahren? Sonntag früh um 7 gehen wir auf die Piste, auf die Autobahn. Wir wollen über 200 Kilometer fahren, lassen ein Auto als Referenz mitrollen, um Schwankungen von Wind- oder Akkutemperatur noch rausrechnen zu können. Wir nehmen es also sehr genau mit dem Test und schauen uns zunächst mal noch die Räder an. So, werfen wir zunächst noch einen Blick in die Vergangenheit, ins Jahr 2012. Da hat Tesla für das Tesla Model S diese Aero-Felgen gebracht, die im Prinzip auch eine Reichweitenoptimierung bringen und das auch tun. Eine komplett geschlossene Alufelge mit ein paar Lüftungsöffnungen für Bremse und für Abrieb. Und die sind aber nach kurzer Zeit wegen Hässlichkeit wieder aus dem Konfigurator rausgeflogen. Inzwischen geht der Trend aber bei vielen Herstellern von Elektroautos dazu, solche oder ähnliche Felgen anzubieten. Wenn ihr also E-Autos seht, schaut mal gezielt auf die Felgen. Was hat Tesla beim Model 3 gemacht? Das schauen wir uns hier an. Und zwar ist es eine Radkappe, die man mit wenigen Handgriffen von der Felge lösen kann. Da ist sie. Und es versteckt sich drunter eine Alufelge, die jetzt hier natürlich ein kleines bisschen schmutzig ist. Und so sieht es auch nicht so ansehnlich aus. Was kann man tun? Als erstes einmal durch die Waschanlage fahren. Und dann gibt es hier so kleine Clips in Grau oder auch anderen Farben oder auch Schwarz. Die kosten ungefähr 10 bis 20 Euro so ein Satz. Die kann man also hier draufstecken. Dann haben wir zunächst die Radschrauben verdeckt. Ihr seht schon, es geht relativ straff. Die kriegt man nicht so einfach wieder runter, sondern wenn man sie kauft, ist immer auch so eine Art Pinzette dabei. Die sieht so aus, dass man sie auch wieder runterkriegt. Das probieren wir jetzt einmal hier. Zack, da haben wir sie wieder. Und hier in der Mitte haben wir noch so ein hässliches Loch. Da gibt es 2 Varianten. Einmal die billige für ungefähr 10 bis 15 Euro. Man muss aber gucken, dass man sie genau passend kriegt. Erstens diese Tiefe und der Durchmesser. Es passen die Originaldeckel vom Tesla Model S 19 Zoll Rad. Das sind nämlich diese hier. Oder gibt es auch bei Tesla für das Tesla Model 3 zu kaufen. Und damit haben wir der Felge eine hübsche Optik verliehen. So, wir sind gerade nach einer Luftstation und stellen alle 3 Autos nochmal auf identische Drücke, 3,0 Bar ringsrum bei allen 3 Autos. So, wir stimmen nochmal die Werte ab. Wir fahren Autobahn Tempo 150, sofern verkehrsbedingt möglich und erlaubt im Autopiloten. Wir nutzen für Beschleunigung und Geschwindigkeitsminderungen nicht den Autopiloten. Das machen wir selber, das können wir sparsamer selber. Wenn Tempolimits kommen, können wir uns gerne in N reinrollen lassen, auch in die Autobahnkreuze. Und wir fahren Tempo 150, hatte ich schon gesagt. Wir fahren auf Chill. Wir machen die Heizung aus und wir setzen uns den Trip an der letzten Ampel in der Autobahnausfahrt sozusagen. Würde ich sagen, das war die erste Beschleunigung, nehmen wir mit rein. Kurzer Zwischenstopp, wir haben also jetzt 1, 2 Autos nackig gemacht für den Test. Die nächste Runde ohne Radkappen und den dritten lassen wir als Referenz mitlaufen. Für den Fall, dass wir Unterschiede zwischen den Runden haben, dass wir den dazu nutzen können, um die hinterher rauszurechnen. Und ja, jetzt letzte Runde und dann schauen wir mal, was rauskommt. Ist das unheimlich spannend. So, kommen wir zu Fazit und Analyse unserer Testfahrt. Am Start waren also 3 verschiedene Tesla Model 3, alle 3 mit maximaler Reichweite, also große Batterie, davon 2 heckangetriebene Fahrzeuge, davon eines nochmal wiederum mit einem Sonderfahrwerk etwas tiefer liegend. Das spielt aber hier keine Rolle, sondern es ging ja um die Unterschiede jeweils eines Fahrzeuges, aber eben mit einer größeren Datenbasis, deswegen 3 Fahrzeuge. Ein Fahrzeug war ein Allradantrieb. Gefahren wurden jeweils 3 Runden um Leipzig, A 94
Kilometer, Tempo 150, sofern verkehrsbedingt möglich, war auch weitgehend möglich, sofern keine Tempolimits waren, da wir nahezu alleine auf der Autobahn waren am Sonntagmorgen. Alle drei Autos waren auf 18 Zoll Aerofelgen mit Sommerreifen unterwegs. Und in der dritten Runde wurden dann bei zwei der drei Autos die Radkappen, diese sozusagen Aero-Radkappen entfernt. Und das dritte Fahrzeug lief sozusagen als Vergleichs- oder Referenzwert mit. Drei Runden sind wir deswegen gefahren, weil wir die Befürchtung hatten, dass zwischen Runde 1 und 2 noch ein Unterschied in dem Verbrauch liegen könnte, der sich durch die Akkutemperatur begründet. Das wollten wir also ausschließen. Was kam dabei heraus? Die Werte in den ersten beiden Runden lagen tatsächlich auch sehr nah beieinander. Der Effekt einer Akkuerwärmung und dadurch Verbrauchsminderung war also nicht spürbar. Wir konnten also die Werte aus der ersten Runde mit in den Test einbeziehen und haben, um eine bessere Vergleichsbasis noch zu haben, also pro Fahrzeug jeweils die erste und die zweite Runde gemittelt. Weiterhin haben wir die Streckenlängen korrigiert, da wir auf dem Autohof immer gestartet sind und alle Fahrzeuge die identische Distanz zurückgelegt haben. In den Bordcomputerwerten gab es allerdings Unterschiede von bis zu einem Kilometer, den wir auf die unterschiedliche Profiltiefe oder mit der unterschiedlichen Profiltiefe begründen. Das eine Auto war also ein Neuwagen mit voller Profiltiefe und die anderen Reifen waren schon sozusagen mehr als 10.000 Kilometer auch schon gefahren. Ja, dann haben wir uns natürlich zunächst das Referenzfahrzeug angeschaut. Wie lagen da die Werte zwischen Runde 1, 2 und 3? Wir wollten da also, falls der Wind sich ändert, also auch Seitenwind, wir fahren zwar eine Runde, dass in Summe der Wind überall gleich ist, aber auch wenn ein Seitenwind aufkommt, kann der natürlich die Werte verfälschen. Dort hatten wir eine Abweichung, Mittelwert Runde 1, 2 zu Runde 3 von 0,7 Wattstunden pro Kilometer, also 0,07 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, also extrem wenig. Das zeigt auch nochmal, wie gut wir gefahren sind und wie gut die Testbedingungen auch waren. Und die beiden anderen Autos hatten 5 und 7 Wattstunden mehr als in den Vorrunden gebraucht. Wie viel ist das? Das sind knapp 3% in Reichweite oder in Kilometer auf eine volle Akkuladung. Bei dieser Autobahnfahrt gesprochen sind das 8 Kilometer mehr Reichweite auf der Autobahn bei Tempo 50 mit den Tesla AeroWheel Radkappen verglichen mit der 18 Zoll Felge ohne diese Radkappen. Ja, unser Fazit, wem die Aeros nicht gefallen, der kann sie getrost auch weglassen und die Lösung aus der Einführung ins Video sozusagen verwenden mit den Clips auf den Radschrauben und für den Nabendeckel. Aber für Langstreckenfahrten kann man sie dann durchaus montieren, wenn man da diese 3% sich eben noch holen möchte. Auf der anderen Seite reden wir hier über Elektroautos, wir reden über Ressourceneinsatz und wir reden über Effizienz und 3% sind 3%. Und wenn man 3% beim Akku drauflegen müsste, um die gleiche Reichweite zu erzielen, dann wäre das vermutlich teurer als so ein Satz Kunststoffradkappen auf eine Alufelge drauf zu klippen. Insofern hat diese Lösung durchaus seinen Charme. Ich bin also ein Freund effizienter Fahrzeuge und meine persönliche Wahl wäre auch ein Model 3 mit den 18 Zoll Felgen und den Radkappen. Ich hoffe, es war ein spannender Test für euch. Wir haben uns echt Mühe gegeben, diese kleinen Unterschiede herauszukitzeln, was uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen ist. Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare, was ist eure Lieblingsfelge und wie gefallen euch die Aeros und abonniert gerne unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Tschüss!